Aerobic heißt die Zauberformel. Zu heißer Disco-Musik hüpfen, stampfen, biegen und beugen sich inzwischen über 1 Million Bundesbürger, hauptsächlich Frauen. Landesverband Rheinland-Pfalz, die VAG Südwestpfalz 1, vorgestellt von Melissa Habibovic auf Milbe Martins Instagram.
Na, Melissa, etwas erleichtert? Ja, heute schon, ja. Ich glaube, das war die beste Runde, die wir dieses Wochenende gedreht haben. Wir haben ein bisschen mehr drauf, aber ja. War es eine Last, zu wissen, wir haben den Topf das letzte Mal gewonnen und dieses Jahr, ja, wie soll es denn werden? Ich glaube, der Druck war schon groß. Wir wollten eigentlich schon nochmal den Titel holen, aber das Pferd hat nicht so mitgespielt, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, dass es so jetzt ist. Eure Cori hat mal ein bisschen Nerven gezeigt, das erste Mal bei der Pflicht, ne? Und aber dann jetzt heute? Ja, heute war es in Ordnung so. Wir haben schon bessere Runden gedreht. Habt ihr, das ist richtig. Aber ich denke, ihr seid in den letzten Tagen so Stück für Stück wieder ein bisschen nach vorne gerutscht mit euren Leistungen und mit dem, wie es weitergegangen ist, richtig? Ja, richtig. Am Anfang waren wir sehr enttäuscht und dann hat sich von Runde zu Runde verbessert. Und insofern gibt es nur eins, so was gehört auch dazu, mal kämpfen, wenn es mal nicht so gut läuft, richtig? Ja. Okay, aber dazu muss man ja sagen, all die Mädels hier sind ja noch im Orga-Team voll eingespannt zusätzlich. Das ist ja nicht so, dass die hier nur Sport treiben, sondern die flitzen hier im Moment als Begleittraining viel mehr durch die Landschaft, um alles Mögliche zu organisieren, richtig? Ja. Deswegen sind sie nämlich auch immer etwas außer Atem, weil dauernd irgendwo im Einsatz. Ja, aber ansonsten habt ihr ja auch in diesem Jahr trotzdem eine ganze Menge hingekriegt. Was habt ihr denn alles gemacht in diesem Jahr? Also wir sind Pfalzmeister geworden, wir sind Süddeutscher Meister geworden. Leider mussten wir die Landesmeisterschaft wegen der Cori, also wir mussten pausieren und wir haben hart trainiert und ja. Richtig, und ihr seid ja auch auf Aerobic aus, insofern passt das ja zum Thema mit dem harten Training, ne? Hartes Training, wie sieht das aus bei euch? Also unser Training ist, ja, also wir trainieren schon intensiv, aber es gibt halt auch mal auf, also tief und hoch gibt es auch mal im Training. Vor allen Dingen auch mal ein bisschen feiern rundherum, oder? Ja. Sag's doch gleich, das wissen wir doch beim Voltigieren, dass das zum Training dazugehört. Keine Frage. Ja, ansonsten macht ihr noch was gerne. Ihr macht noch was gerne mit eurer Chefin aus dem Ring. Was macht ihr da gerne? Diskutieren. Diskutieren. Wer hat das letzte Wort? Eigentlich wir, aber Sandra denkt, sie hat das letzte Wort. Also Sandra, du weißt, wenn man dir das letzte Wort lässt, Hauptsache sie wissen, dass du es hattest. In Ordnung? Alles klar, so gehört das beim Diskutieren. Du, das kenne ich auch. Alles gut. Ja, also, bin mal gespannt, wie es inzwischen aussieht. Mara, haben wir schon was? Wir haben was. Und ich denke, ihr habt es jetzt verdient, dass ihr mal die Spannung löst, damit wir die Noten kriegen. Dann gehen wir jetzt an die Noten für den Gastgeberverein. Und ich hätte ganz gern die Pferdenoten jetzt. Richter bei A 7,1, Richter bei D 7,3. Danke. Wir kommen zur Schwierigkeitsgradbewertung. Bitte jetzt. Richter bei B 8,4, Richter bei E 9,6. Donnerlittchen. Und wir kommen zur Gestaltungsnote. Bitte jetzt. Richter bei C 8,2 und Richter bei F 7,8. Das ist auch beachtlich. Und last but not least die Ausführungsnote. Bitte jetzt. Richter bei B 7,7, Richter bei E 6,9. Donnerlittchen, das sind Noten. Dann gucken wir mal, was da oben rausgekommen ist. Für die VAG Südwestpfalz eine vorläufige Endnote in der Kür von 7,753. Das bedeutet nach Pflicht und Kür für die VAG Südwestpfalz eine vorläufige Endnote von 6,729. Und somit die Führung. Gratuliere. Im Moment in Führung mit 6,7. Okay, ich glaube, jetzt können wir wieder ein bisschen entspannter lachen. Und ihr kriegt noch eure Runde zur Musik und für eure Fans.
Thank you.
Landesverband Rheinland-Pfalz, das Team der TuS Fortuna Saarburg, vorgestellt von Karin Kramp auf Enzo. So glücklich und entspannt habe ich dich selten zu Gesicht bekommen. Ja, ist jetzt alles zu Ende. Alle fahren mal gesund nach Hause. Was will man mehr, ne? Und es ist offensichtlich ganz gut gelaufen. Ja, nicht so wie gestern, aber wir waren alle ultra nervös. Und für den Enzo ist es erst die erste Saison und er ist manchmal so überwältigt von allem. Aber im Großen und Ganzen sind wir so froh, dass wir einen Enzo haben und der macht sich so gut. Nerven kriegt er auch irgendwann unter Kontrolle. Sieht man ihm ja kaum an. Er ist ja erst 2 Jahre jetzt im Voltigieren, ne? Zum einen trainiert ein Jahr und jetzt eine Saison. Eine Saison, ja. Und er ist euer großes Highlight, ist das richtig? Ja. Der Enzo? Ja. Okay. Ihr habt ja nun schon einige Pferde auch gehabt. Ich meine, Saarburg ist ein Verein mit wie vielen Pferden? Ich glaube, im Moment 10 und 3 Ponys. Also 13. Die Ponys zählen wir als vollwertig mit, das ist doch klar. Also das ist ja eine ganze Menge. Und ihr habt ja schon sehr viele auch schon gehabt. Das ist ja der Punkt. Wenn ihr euren Enzo jetzt seht, also ist der für euch jetzt eine ganz große Hauptperson geworden? Natürlich, also was er in diesem Jahr für uns schon alles geleistet hat, wie oft er über seinen eigenen Schatten gesprungen ist, das müssen wir ihm auf jeden Fall hoch anrechnen. Auch gerade heute oder die letzten 3 Tage hier musste er immer wieder seinen eigenen Schweinehund überwinden, dass er das für uns gemacht hat und das finden wir ganz toll. Super, wie seid ihr denn zu diesem schönen Thema gekommen? Das war Gries, richtig? Ja. Wer hat denn die Idee mit Gries gehabt? Der Coach! Okay, wie habt ihr das aufgenommen? Ja, wir konnten halt erst nicht so viel damit anfangen und dann haben wir einen Filmabend gemacht, uns den Film mal angeguckt und dann haben wir gesagt, ja, probieren wir mal. Und dann sind die Kostüme bei rausgekommen und hat Spaß gemacht auf jeden Fall dieses Jahr das Thema zu machen. Und wenn man sich das Filmplakat vor Augen hält, dann hast du dich da oben ja genau so gemacht wie auf dem Plakat, richtig? Du bist ja der Flieger da oben, ne? Ja. Richtig, denn das ist ja so das Aushängeschild von Gries, ne? Prima, also, wie sieht's denn aus? Mara, haben wir schon Ergebnisse? Wir haben Ergebnisse, jawohl. Dann werden wir euch nicht lange auf die Folter spannen und gucken mal, was da rauskommt. Wir hätten gerne die Pferdenoten für Saarburg. Und zwar die 7,4 bei Richter A und die 7,2 bei Richter D für Enzo und die Karin. Jetzt geht es weiter mit der Schwierigkeitsnote. Bitte jetzt. Richter bei B 8,8 und Richter bei E 9,4. Das hört sich schon ganz gut an. Jetzt gehen wir weiter mit der Gestaltungsnote. Bitte jetzt. Richter bei C 8,1 und Richter bei F 6,9. Danke. Und wir kommen zur Kürausführungsnote. Bitte jetzt. Richter bei B 8,0 und Richter bei E 7,8. Man kann sich ganz schön sehen lassen, ne? Schauen wir mal. Mara, was hast du für uns? Ja, nach der Kürendnote 7,889 und somit knapp die Führung vor der VRG Südwestpfalz. Applaus.
Im Gesamtklassement nach Pflicht und Kür eure Endnote 6,936 und somit momentan die Führung. In Führung, Saarburg in Führung gegangen mit dieser Leistung. Also eine Runde für euch und eure Fans. Vielen Dank.
And so, some fairy tales do come true, but none ever truly end. Das Team Oberland 1, Landesverband Bayern mit Cornelia Fischer und Dubai. Ich mach nichts, ihr dürft ruhig außer Atem sein. Habt ihr verdient, nach dem, was ihr da gezeigt habt. Und Conny, wie sieht's aus? War sehr gut. Das ist ein Statement, jawohl. Euer Dubai, genannt Dops, den habt ihr jetzt schon seit 2013. Und er ist eine richtige Bank. Ne? Hat aber Angst vor anderen Pferden, vor sich selbst im Spiegel, Katzen, Sanitäter sind weit genug weg, alles gut. Sieht man ihm nicht an. Aber wie arbeitet ihr denn? Was passt du mit dem alles? Wir sind sehr abwechslungsreich unterwegs. Wir springen, wir gehen ausreiten, wir reiten Dressur. Alles, was uns einfällt. So gehört sich das. Abwechslungsreiches Arbeiten mit dem Pferd. Genau das ist wichtig. Ja, wer sind denn hier bei euch die Kürmotoren? Ein Kürmotor. Ich gehe mal da so ein bisschen um die Ecke. Sag mir mal deinen Vornamen. Lilly. Selin, du bist ja der Kürmotor. Lilly, der Kürmotor. Wie? Was macht die denn so? Was machst du damit? Musik schneiden, Thema überlegen. Ja, so alles drumherum und die tun es dann schön. Du bist sozusagen der Choreograf vom Dienst hier. Ja, alle gemeinsam. Okay. Hauptsächlich. Also das finde ich ja schon mal toll, dass alle gleich hier auf Lilly zeigen. Das ist sozusagen der Teammotor, was die Musik angeht und das drum und dran in der Chörgestaltung. Na, da bin ich mal gleich gespannt, wenn die Noten da sind. Ja, ansonsten habt ihr in diesem Jahr auch schon noch einiges gerissen, nicht? Wie war denn das? Was habt ihr schon alles gemacht? Ich kann auch jemand anders fragen, wer mag. Also wir sind auf der Oberbayerischen Meisterschaft, oder um das geht? Ja, okay. Dritter geworden und Vize-Bayerischer Meister sogar. Sehr überraschend. Sehr überraschend. Überrascht? Okay. Hat mich jetzt nicht überrascht. Bei der Kür habt ja sogar ich Gänsehaut gekriegt. Und Mara, haben wir was? Mara sagt, wir hätten was. Wollt ihr es wissen? Ja. Dann wollen wir es jetzt alle wissen. Okay, zunächst mal die Pferdenote für die Oberländer, für den Dubai und Longenführerin Conny, bitte jetzt.
Richter bei A 8,7, Richter bei B 8,8. So viel zum Thema Pferdearbeit. Das ist schon mal ein Statement. Dann geht es weiter mit dem Schwierigkeitsgrad. Der Kür bitte jetzt. Zweimal die 10. Zweimal Höchstnote. Wir gucken uns die Gestaltungsnote an. Die hätte ich gerne jetzt. Richter bei C 9,8, Richter bei F 8,0. Gestaltung. Und jetzt noch die wichtige Ausführung. Wie genau war das Ganze? Wie korrekt? Und dann hätte ich gerne die Ausführungsnote jetzt. Einmal die 8,5 bei Richter B und einmal die 8,2 bei E. Ich gebe jetzt weiter an Mara. Bedeutet für eure Kür eine Endnote von 8,812. Nach Pflicht und Kür für euch die Endnote 7,349 und somit der Sieger des Deutschen Voltigierpokals 2019 Oberland 1 aus dem Landesverband Bayern. Der Deutsche Voltigierpokal der M-Gruppen geht nach Bayern. So, und wie sich das gehört, kriegt ihr jetzt eine ordentliche Ehrenrunde. Ihr könnt auch zwei laufen, wenn ihr Spaß dran habt. Denn ihr habt ihn euch verdient. Zuschauer, das waren die